Meine Ohren sind gerade implodiert. Das möchte ich auch sehen. Okay. Doorways, the Underworld. Und wenn ihr mich fragt, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Story in Teil 1 und Teil 2 war, in den ersten beiden Chaptern. Kein Plan. Ich habe es, glaube ich, komplett verdrängt oder so. Ignoriert. Press any key. Nein, ich habe diesen Key nicht auf meiner Tastatur. Leertaste geht auch. Okay, es war gerade sehr leise. Er hat gerade gesagt, worum es ging, nämlich, dass er Cases löst und dazu in die Gedanken seiner, ja, Typen da reingeht. Kann ich hier nicht die... Was? Shift, Crouch, Move, Jump, Inventory Tab, Interact. Oh mein Gott. Special Action F. Vision Speed. Da. Da, so, das will ich. Okay. So. Gott, das fühlt sich merkwürdig an. So möchte ich das nicht. Nein, 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 nein. Da. Das weg. Danke. Okay. Ich hoffe, für euch ist es jetzt nicht zu laut. Mal sehen. Auf jeden Fall, wir sind in den Gedanken. Gute Nacht, Lisa. Dankeschön. Schlaf gut. In den Gedanken von den Personen, die wir, ermitteln sollen. Habe ich eigentlich irgendwelche Sachen? Items. I. E. F. E. Enter. Ich habe nichts. Relikt. Ich habe nichts. Oh mein Gott, ich habe einfach nichts. Okay. Das ist bloß hier. Gute Nacht, Sakurion. Und hallo, Buckley. Ja, das ist Credits. Die Credits am Anfang. Gut, wir laufen durch die Credits durch. Kann man nochmal machen. Doorways. The Underworld. Chapter 3. Chapter 1 und 2, wie gesagt, habe ich noch vor dem ZFM gespielt. Ich habe von denen keine Ahnung mehr. Ich bin leicht verplant. Das ist schweinedunkel, kann das? Ist das für euch auch so dunkel? Ist das nur für mich so dunkel? Ich mach's mal zwei heller. So. So. Okay, das gefällt mir etwas besser. So kann ich wenigstens sehen, wo ich hingehe, so halbwegs. Was ist das? Klick. Klicke die Klick. Frankfurt, Germany, 1964. Neurosurgeon. Reichenwald Samurien. is the origin of several urban legends. As 50 people have got. Ja, Story im Arsch. Wow! Das war cool.
Habe ich nicht Untertitel an oder so? Voice over. The fuck? Ich glaube, ich muss mal so machen. Ich glaube, die Stimme war noch sehr leise bei mir. Hi. Ich will da nicht rein. Nein! Warum sollte ich hier rein wollen? Where am I? Wenn ich das wüsste, wo ich bin. What the fuck? Hi. Monster? Hallo Monster, komm raus. Wo immer du bist. Kann ich ich kann langsam gehen. Ja, ich möchte in einem Horrorspiel langsam gehen wollen. Ich kann mich ducken. Hi. Hi. Hier ist halt einfach nichts. Einfach mal nichts. Muss man ein bisschen näher ranrücken hier. So. Ach, mein Gott. Weep. Ey, ich habe Angst, dass hier aus unserem Loch irgendwie ein Monster rausgesprungen kommt jetzt. Der Speiseröhre des Steinmenschen, was zur Hölle? Oh, und komische Hintergrundgeräusche. Weird Background Noises. Ah, ich brauche einen Schlüssel. I need a key. Was? Ein Schlüssel. Dankeschön. Und? Das kann ich nicht auf... Das hier liegt ein obvious Zettel, den ich nicht lesen kann. Alles klar. Sonst was? Nö. Okay, Schlüssel. Ich habe doch einen Schlüssel. Muss ich den erst auswählen? Nein, Notes habe ich keine. I. Nein. Mach was. So, Items. Schlüssel. Ah, jetzt habe ich ihn in der Hand. Okay, gut. Aufschließen. Ene, mene, mopel. Weser, Wurst, frisst, Popel. Okay. Noch. What is this place? Wow. Oh Leute. Wo bin ich hier? Hier ist locked. Locked like a champ. Ich mag die Geräusche gerade gar nicht im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich hier jede Tür aufmachen möchte. Und reingehen will. Vor allem nicht, wo rotes Licht ist. Es sieht irgendwie aus wie ein Kerker. Und hier ist ein Loch. Ich habe nicht mal die Gänge alle untersucht und ich gehe schon durch Kerkerlöcher. Hier war ich nicht gerade. Was? Errungenschaft? Was? Was? I don't get it. Ich hab zweimal gesehen. Wow, Lara. Good job. Yep. Okay. Hallo, Monster! Nein. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich hier wirklich alles aufmachen möchte. Hallo. Ich war's nicht. Wie viele Türen sind denn hier?
I don't like this. Hallo, Okito! Okito! Rette mich! Rette mich! Oh, ich will da nicht hingehen. Oh, God damn it. God fucking damn it. Kann mich hier verstecken? So ein bisschen kann ich mich verstecken, ne? Rette mich nie. Under the sight of hundreds of flies buzzing around, the smell was nauseating. His neck was upright. His face bared a fixed, horrified expression. Its glassy eyes laid on me, toying with my sanity. It was indeed another victim of her experiments. He might have been an unfortunate villager, or even one of the doorway's agents, whatever it had been. Now, it is nothing but a lump of flesh. I stopped to examine it for a second. Something wasn't right. A slight facial spasm confirmed my suspicion. It was still alive. Was zur Hölle? Okay, er hat eine Leiche gefunden hinter einer dieser Zellendinger, hat ihn näher untersucht. Es war wohl ein Opfer von dieser Frau, die wir suchen, in dessen Gedanken wir sind, in dessen Geist wir sind. Und als er die Leiche untersucht hat, die auf Fäkalien und allem möglichen lag, mit Fliegen drumherum, in Laberscheiße, hat es mit dem Gesicht gezuckt und es lebte noch. Möchte ich das wissen? Ich will's gar nicht wissen. Mach die Tür zu. Oh. Mein Gott. Oh 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 mein Gott. Heißt das, hier ist ein Monster drin? Geräusche geht weg. Hier ist der Eingang. Hier ist der Anfang. Okay, irgendwie muss ich ja einen Weg finden, die Tür aufzumachen, die verschlossen ist, die hier war. Oh mein Gott! Wer hat das Schloss aufge... Boah. Fuck me. Nein. Möchte ich hier lang? Oh Gott. Es ist... Ist hier das Vieh auch lang? Ich will gar nicht wissen, was für ein Vieh hier unten überhaupt ist. Ich hab... Wow. Boah, jetzt dampfe ich hier durch irgendwelche Tunnel. Aber warum ist in diesen Tunneln überhaupt Licht? Das ist ein Stein, okay. Wer hat Licht in so einen Tunneln gemacht? Lasst mich! Wow, wenn jetzt so... Jetzt könnte so perfekt so ein Alien kommen. Ja, ich habe mich wieder leiser gemacht, weil es ist mir so verfickt laut. Hell. Okay. Nicht in Sackgassen gehen, vor allem nicht bis ans Ende von Sackgassen. Eventuell sind dort Monster. Der Tunnel ist viel zu lang für mich. Okay. Ich bin raus. I'm out. I'm out. Okay, Ladezeit. Hi. Kann ich da wieder lang? Na, jetzt ist natürlich schweinedunkel da drin. Natürlich. Natürlich. Okay. Hm. Hallo. Hallo, Monster. Kein Monster? Was zur Hölle? Was ist das? Das sieht aus wie ein Teil von einem Schlüssel. Das sieht auch aus wie ein Teil. Das sieht auch aus wie ein Teil. Alle Schlüssel.
Der ist abgebrochen. Den kann ich nicht drücken. Den kann ich nicht drücken? Den kann ich jetzt auch nicht mehr drücken. Was? Why? Ist jetzt die Tür offen hier? Ja. Lange Gänge sind böse. Gott. Ene, mene, okay. Die Tür sieht gut aus. Ich gehe in lange, dunkle, enge Gänge rein. Das könnte... Okay, hier könnte man sich eigentlich verstecken, wenn irgendwas kommt, oder? Ich meine, nein, hier könnte ich nicht wieder wegrennen. Hier könnte ich nicht mal mehr wegrennen. Warum will ich hier hin? Oh. Ich habe keinen Code. Ich habe nichts zum Eingeben. Ich brauche einen Code. Okay, Tür 2 ist noch zu. Hi. 3 Generatoren, alles gut, alles chill, alles easy. Hallo. Okay. Finding the next subject was easier than expected. A middle-aged poverty-stricken man caught my attention. He was asking for a job in the slum. All I had to do was tempting him with a job offer or inviting him to a feast. The good man was not going to refuse. After interviewing, I learned that a humanist with Christian values, he has a basic education, which should be enough. La la la, bla bla bla. 1305. I don't care for this story. I just care for the lulz. For the horror. Mo! Moment, ich kann ich nicht springen. Yep. Ich möchte wirklich diese Tür aufmachen. Sind Sie sicher, dass Sie Tor 3 möchten? Dahinter könnte der Zonk sein. Das wird er auch. Ich habe den Code vergessen. 1305 oder so. 1, 3, 0, 5. Möchte ich jetzt in den Gang gehen? Das ist die andere Frage. Würdet ihr jetzt in dieser Situation in diesen Gang gehen wollen? Das ist die zweite Frage. Okay. Just do it. Das ist zu. Hä? What? Gab's noch eine andere Tür, die zu war? Konnte ich jetzt hier? Hä? Was? Hat doch grünes Licht gemacht, das war doch richtig, oder nicht? Was? Okay, Moment. Notes. 1305, das war richtig. Hallo? Böses Monster, machst du mal die Tür auf? Der muss doch jetzt hier auf sein. Das ist ja jetzt doof, nicht? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöde. Ich kann langsam gehen, aber ich kann nicht rennen. Ich will jetzt mal versuchen, mit Schiff zu rennen. Heck. Okay, Moment, ich gehe hier nochmal rein. Ich gehe einfach nochmal rein. Drohungsfahndung, bitte Tür aufmachen. Habe ich echt nicht mitgekriegt, dass... Naja, es war ein Safe. Ja, na klar. Experiment 9, Tag 11. I've completed the amputation of his arms and leg. The use of painkillers was necessary this time. Pain caused agitation has destroyed patient 712 and 718's nervous systems before, and I'm not willing to make that mistake again. Okay, diese verrückte Frau hat anscheinend wirklich
Amputationen an Menschen gemacht oder Forschungen, richtige humanitäre Experimente. Sagen wir es so. Sie sagt ja auch mal, die Tresortür ist auf. Natürlich, Joey. The white leg stitches show minor symptoms of infection. The subject's conscious screaming and questions won't let me focus. I would rather not to inject any more tranquilizers, because his senses need to be in full alert. The most practical solution will be removing his tongue. Sie hat nicht nur Leute mit anderen Körperteilen angenäht, zugenäht, vernäht, gemacht, getan. Sie hat das lebendig gemacht. An lebenden Menschen. Okay. Lasst mich raten. Jetzt ist die Tür offen und Monsterino ist frei. Hi. Oder auch nicht. Was zum Geier? Monsterino? Monsteroni? Sesam, öffne dich. Halt, stopp! Da ist noch ein Schlüssel drin. Wow. Just wow. Okay, gib mir dem Key. Gib mir dem Key. Ich weiß, jetzt ist die Tür noch zu, weil ich muss erst den Schlüssel da reinstecken. Und dann muss ich den umdrehen und dann geht das erst auf. Nicht. Ich muss erst das Inventar öffnen, damit ich den Schlüssel in die Hand nehme, damit ich ihn da reinstecken kann, damit ich dann noch umdrehen kann. Konzentrier dich doch mal! Das Spiel macht mein Gehirn Mus, wenn ich mich konzentriere. Jetzt ist das dahinter im Dunkel! Gott! Ich gehe in der Ecke heulen. Doch nein, das ist nicht euer Ernst. War das da hinten die ganze Zeit so im Dunkel? Nee, 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 nee. Ah! Gott, fuck you! Es ist hinter mir, oder? Es ist hinter mir, oder? Ich höre es hinter mir. Es killt mich. Es ist hinter mir. Das ist garantiert hinter mir. Gott, geh weg! Ich gehe da nicht raus, Joey. Es ist fucking hinter mir. Hide? Ich bin. Stay away from him. Ja, ich bin. You cannot confront him. Ja. Jetzt hinter dir ist. Boah! Okay. Ich weiß auch nicht, wo der lang geht. Die Tür ist halt offen und ich muss da durch. Und ich kenne bloß das Versteck hier. Und na gut, da hinten ist ja auch noch ein Versteck. Ich muss aber irgendwie an ihm vorbeikommen. Kommt er wieder? Ja. Folg ihm. Ich weiß nicht, ob der sich umdreht, wenn ich den. Ich probier's einfach mal. Nein, 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 nein. Ja, er hat mich. Hallo. Okay. Das war jetzt weniger scary, weil ich wusste, dass er mich kriegt. Puh. Okay. Hat der, sitzt der irgendwie auf so einem Rollstuhl drauf oder so? Ich war vielleicht zu nah dran. Er dreht sich da um.
Wenn er hier vorbeirollt? Oder rollt er hier rein? Wenn er hier reinrollt, bin ich gefickt, okay. Okay, weiter. Ich bin gerade richtig angespannt. Run! Ich renne! Die Schatten machen es nicht besser. Ich kann nicht schneller. Wo lang? Ich lass mich hinten. Er ist drinne. Bin am Tisch. Ja. Roll weg. Roll, geh, mach was immer du möchtest. Hier ist nichts. Wenn ich jetzt wüsste, wo er hin ist. In welche Richtung? Hier kann ich nichts tun. Er kommt doch hier gleich wieder rein, oder? Okay, ich bin wieder kurz hier hinten. Oh, wo muss ich jetzt hin? Ich meine, war da jetzt nur ein anderer Gang? Oder ein anderer Weg oder so? Weil die Tür habe ich ja nicht aufgekriegt. Oder muss ich jetzt wieder zurück? Nein. Hier auf dem Tisch ist nichts. Ich warte auf den Moment, wo Stefan sich umdreht und das Monster... Hier kann nichts. Hier steht bloß Hide. Okay, passt schon. Das ist alles okay. Das ist alles noch cool. Alles ist noch voll in Ordnung. Ich weiß bloß nicht, wann der wiederkommt. Wenn ich den bloß die ganze Zeit im Blick hätte. Hier ist ein Scheißdreck in dem Raum. Bis der wieder da ist, sonst laufe ich dem ja direkt in die Arme. Ganz schön viel Zeit, oder? Ja, ich weiß es nicht. Er muss ja wiederkommen. Ich meine, ich höre ihn ja auch, wenn angestöhnt kommt. Der ist kurz die Winter's Hell, ja. Wow! Wow, nein! Rip, hallo. Ich sag noch, ich höre, wenn er angestöhnt kommt. Warum war die Tür zu? Ja, geh weg. Geh. Husch ab. Ab ins Bettchen. Schon spät für gruselige Monster. Ist der einfach durch die Tür durchgegangen? Boah, ich ist die Tür wieder zu. Ja, ich bin wieder tot. Hi. Was zum Fick ist das denn? Sobald ich da hingehe, kommt der da raus? Hä? Wie? I don't get this. Teleportiere ich mich da woanders hin? Okay, das ist weird. Ja, ich renne einfach nach rechts. Tür auf, Tür zu. Ich glaube nicht, dass das reicht.
Vor allem das Monster mal an die Tür. Er kommt halt auch die ganze Zeit nicht wieder. Erst wenn ich hier rausgehe. Einfach nach rechts rennen. Einfach nach rechts rennen. Ja, jetzt geht die Tür zu und er kommt. Don't stop. Ja. I don't stop. Was? Ich kann nicht springen. Stand echt Jump. Wheeler, that was the last thing that hunk of flesh and blood said before crawling into my consciousness and appearing inside my mind over and over again, trying to tear me up. That was, after all, his only way of dealing with the tortures he had undergone. Okay. Whatever. Any key. Press ihn. Spiel durch, Ende. Nein, so leicht ist es nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Frau schnappen, in der wir gerade sind für Chapter 3. Oh, nice. Okay. Where am I? Ja, wo bin ich? Das wollte ich auch gerne wissen. Oh mein Gott. Yo. Ich bin in seiner Futter. Ja, what doch, irgendwie place? Schon. Ich bin in seiner Futtergrube, in seinem Leichenkeller. Hm. Sag nicht, er kommt jetzt mir von vorne ins Gesicht. Es ist halt auch immer noch so scheiße schweinedunkel. Ich sehe halt nichts. Ich sehe einen Scheißdreck. Ich sehe einen verfickten Scheißdreck gerade. Boah. Wollt ihr mich einfach komplett rollen? Gib her! Ich habe eine Kopflampe. Kopflampe OP. Ich bin Bob, der fucking Baumeister. Können wir das schaffen? Nein, ich nicht. Wow. Wow, und was für eine Soße laufe ich rum? Ich bin gerade ein bisschen angespannt, ne? Hallo! Riesige Tunnel hier. Die polnischen Bergarbeiter können das bestimmt, Chef. Die polnischen Bergarbeiter, ja, definitiv. Die schaffen das. Machen sie sich doch nicht so eine Raste. Drück den Knopf! Nein. Oh! Lesen. I reached a room without any exits. I started spinning around in a frenzy, scanning my surroundings, searching for the source of that sound that only existed in my head. This melody was like an illness that slowly started to consume me, taking me into insanity. The insanity that came from the depths. Oh yeah. Alles klar. Relying entirely on my instincts, I started hammering my fists desperately against the concrete floor. Little by little, bits started to come off, revealing a tunnel. Only a madman would dare go into an area the doctor herself had abandoned for some reason. But I had no choice. Okay, er war in einem Raum, hat sich umgeguckt, wo die ganzen Stimmen herkommen, die in seinem Kopf sind. Und er wird verrückt. Er wird voll verrückt. Und er geht in einen dunklen Tunnel, wo auch die Ärztin schon lange nicht mehr war. Und nur ein Verrückter würde dort reingehen. Weil er ist ja verrückt. Something like this. Natürlich. Die anderen gucken im Vollbild und genießen wahrscheinlich von Vince XX. Was? Okay. Ene?
Nope? Was zum Nope? Die haben einfach Angst. Die haben Angst vor dir, Joey, weil du zu viel schreibst. Die kriegen da Panik, weil die deinen Namen lesen. Und dein Schwert sehen. Haha. Okay. Ein Ventilrad. Boah, das sieht komisch aus. Alles klar. Man soll sich über die kleinen Dinge des Lebens freuen. Auf jeden Fall haben wir ein Ventilrad. Wir wissen zwar noch nicht wofür, aber wir haben ein Ventilrad. Wir können immer noch nicht rennen. Aber jetzt können wir. Konnte ich die ganze Zeit springen? Ich habe keinen Plan. Ich habe einfach keinen Plan, Leute. Hallo? Hallo, Monster! Ich habe doch vorhin schon mal so ein Ventilrad gesehen. Warum? Egal. Nimm es in die Hand und steck es drauf, du Sau. Jetzt? Und I pushed it. Okay. Ja. Das Grumlicht macht eigentlich auch nicht wirklich besser, die Stimmung. Ja, ich schwimme da jetzt durch, oder was? Ist das euer Ernst? Soll ich da jetzt wirklich durchschwimmen? Hier kann ich ja noch laufen, aber hier. Okay. Ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann wirklich schwimmen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte. Kletter raus. Oh mein Gott. Okay. Alles gut. Ich hoffe, Monster können nicht schwimmen, dann renne ich einfach zurück. Boah, ich hasse Irrgärten. Kack. Irrgärten. Scheiße. Könnte ich kotzen. Ja, ich muss tauchen. Natürlich. Ja. Ja. So viele Nopes, wie ich gerade habe, kannst du gar nicht kriegen. Zettel. Lesen. Even though my stomach still turns whenever I recall the image I'll describe, I have to say, I had a feeling of relief at the time. How long had it been since I had come across something non-painful? Okay. Right in front of my eyes. Es interessiert eh keinen mehr. Und außerdem ist es irgendwie so fucking leise bei mir. Ja. Ja, er sieht halt Ängste und Schmerz und oh, was Schönes und was nicht Schönes und whatever. Whatever, dude. Ich habe da gerade keine Konzentration für. Kann ich unendlich atmen? So schlimm war es nicht. Außer, dass es ganz schön ekelhaft ist in die Suppe, die ich hier steigen muss. Duh. Können Monster tauchen? Wenn nicht, tauche ich einfach zurück. Oh, noch eine Tür. Open. Ne. Ne. Das ist ein Monsterlabyrinth. Ihr könnt... Hallo. Wenn mein Twitch-Chat mal mitscrollen würde, dann könnte ich auch deinen Namen lesen. Hallo, Dan van de Film. Okay. Hi, hi. Goddamn Twitch-Chat, please. Das ist echt ein Monster-Labyrinth. Ich bin da. Da muss ich hin. Da ist eine Tür, da ist irgendwelche andere rote Sachen. Hier ist auch irgendwas und da sind Ventile und Scheiße und hier läuft bestimmt ein Monster rum. I bet. I fucking bet. Ich muss natürlich zwei fucking Ventile suchen. Es war so klar. Warum? Warum? Ich habe keinen Fenstermodus. Warum geht meine Maus aus dem Bildschirm raus? Oh, mal nach links drehen. So.
Nee, nee, ich bin nicht angespannt. Alles gut. Okay, ich... Wow, okay. Deswegen brauche ich die Ventile. Ich muss hier wieder Wasser reinlassen. Warum ist meine Maus immer aus dem Bildschirm raus? Moment, ich mach das mal so. Geht die jetzt wieder raus? Jetzt geht die natürlich wieder raus. God damn it. Okay, so. Ich hoffe, die bleibt da. Okay. Es ist eine Röhre und ich kann mich hier drinnen verstecken. What? Was auch sonst? Also kommt hier ein Monster. Dieser Part erinnert mich aber sehr stark an, oh Gott, wie heißt es jetzt? The Vanishing of Even of Ethan Carter. Hier brauche ich einen Schlüssel. Da gab es auch so eine Stelle in der Höhle mit Bergarbeitern. Die war auch fucking hellscary. Okay, hier ist nichts weiter. Hier ist eine. Hier ist die Tür. Dann muss ich hier hinten geradeaus weiter. Rechts komme ich ja nicht weiter, weil da muss ich Wasser reinlassen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal wieder so ein Ventilrad. Das hier überall sein könnte. Oder auch nicht, doch da ist es. Alles klar. Ja, da wird wieder eine zu Tür sein. So wie da unten. Ein Zettel plus Ventilrad. Ja, wieder mehr Experimente, mehr Tode, mehr. Ja. Just take it. Hier war ich noch nicht. Ich gehe Richtung Monster. Ich gehe Richtung Monster. Komm ich hier rein? Nein, ist nix. Will ich hier schon hin? Huch! Jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Okay, Moment, ich muss mal kurz schauen. Kann ich hier nicht irgendwie... Fullscreen? Ich habe Fullscreen an. Warum kann ich dann mit der Maus raus, wenn ich kein Fullscreen... Was zum... Ich mach mal so. Ich mach mal so. Vielleicht bleibt jetzt meine Maus drinne. Nein, sie geht auch wieder raus. Was zum... Games. Seit wann geht eine Maus aus einem Fullscreen-Spiel raus? Das verstehe ich nicht. Jetzt bleibt es anscheinend drin, ich habe keinen Plan. Ist das Stream noch an? Ja, Stream passt, okay. Dachte schon, ich habe außerdem irgendwo anders hingeklickt. Ja, ich gehe mal hier durch. Nein, 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 nein. Was auch immer es war, es passt hier perfekt in den Tunnel rein. Und ich habe mich schon gewundert, warum der Tunnel so groß ist. Okay. I. Rad. Rad. Rad 1. Das heißt was? Ist jetzt irgendwas anderes offen? Ist jetzt irgendwas zu? Ich habe keinen Plan. So, hier links war S. Es ist nicht mehr da. Das wird noch nicht reichen. Ich brauche Rad 2. Jetzt ist eventuell die Tür offen. Ich weiß nicht, wo S hin ist. In welche Richtung. Auf jeden Fall ist hier eine Röhre zum Verstecken. Ist hier vielleicht Rad 2 drin? Nein. Jap. Ich bin wieder mit der Maus aus dem Bild. Ich weiß. Naja, ich bin weg. Ich drehe mich mal einmal rum, damit die Maus wieder in den Bild reingeht.
Ich drehe mich nochmal rum, damit die Maus ins weiter ins Bild rein. Good, was zum Wow. Hey, Fetti Bum Bum. Wow, Fetti Bum Bum. Ich hab keine Cremetörtchen. Stopf, 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 Stopf. Okay. Gut, gut, gut. Wahrscheinlich ist die Tür jetzt offen da hinten. Oder auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Ich brauch bloß noch ein Rad. Ich weiß nicht wo. Hier drinnen? Nein. Vielleicht muss ich mich auch verstecken, weil hier auch Fetti Bum Bum kommt. Die Tür ist natürlich zu. Das ist kein Rad da. Oh, dammit. Ui, meine Maus. Okay. Fetti Bum Bum? Wo soll das andere Rad dann sein? Okay, Fetti Bum Bum kommt. Kommt der hier lang? Stapft der in meine Richtung? Ich weiß es gerade nicht. Sieht nicht so aus. Ah, nee, sieht nicht so aus. Hier ist kein Rad, nee. Nicht, dass ich was übersehe oder so. Da so. Ist er hinter mir? Verfolgt er mich? Ich gehe einfach mal weiter. Und gucke, ob ich irgendwo anderes Rad finde. Vielleicht ist jetzt die andere Tür offen. Ja, hier ist es nicht. Vielleicht ist ja jetzt die andere blaue Tür offen, die da hinten noch war. Oder kann ich das Rad abmachen? Naja, das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Irgendwelche Röhren zum Verstecken? Nein. Na, ich habe wieder rausgeklickt. Nein, natürlich nicht. Fuck. Hm. Wo ist denn dann das andere Rad? Ich muss doch hier noch ein Rad finden. Cheater. Das ist doch Kocke. Fetti, bist du hier hinten? Anscheinend nicht. Anscheinend doch, anscheinend nicht, anscheinend doch. Ist das hier irgendwie in einem... Oh, ich habe keinen Plan. Wo soll das sein? Weird. This is weird. Das ist wirklich weird. Okay, hier ist ein Versteck. Okay, ich weiß schon, dass diese roten Verstecke sind. Und hier ist ein Versteck. Sonst ist keins. Und in den Verstecken ist auf jeden Fall kein Rad. Es ist merkwürdig. Da hinten die Tür, die ist zu. Sagt mir nicht, dass das Rad vielleicht an dem fetten Typen dran ist. Wenn das Rad an dem fetten Typen dran ist, dann raste ich aus. Hallo? Nein, da kann ich nichts machen. Kann ich wirklich nichts mitmachen. Habe ich noch irgendwas anderes im Inventar? Nope. Just nope. Okay.
Ich bin kurz davor, mich dem fetten Typ zu stellen. Zu sagen, hallo, hier bin ich. Guck mich an. Ich weiß gerade nicht, wohin er ist. Ist er hier? Dass das hier nicht... Das ist doof. Hier ist aber auch kein Rad. Nee, nee. Hier komme ich nicht raus. Habt ihr ein Rad gesehen? Hallo? Hast du ein Rad gesehen? Nein. Ich habe kein anderes Ventilrad. Am Anfang liegt auch keins. Okay. Ich weiß, wo ich bin. Danke, brauchst du mir nicht sagen, Spiel. Hallo, Haschisch-Tasche. Was willst du? Was? Hier, ich kann... Ich habe wirklich ein Rad ab. Ist euch mal aufgefallen, dass wir das Wort merkwürdig nur noch total aus dem Kontext benutzen? Wieso, was? Warum? Why? Why, Haschisch-Tasche, why? Wie kommst du darauf? Oder muss ich hier reinspringen? Muss ich in die Soße springen? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt gefangen bin da unten. Ja, doch, das stimmt. Okay, da hast du recht. Da muss ich dir recht geben. Okay, ich YOLO jetzt da rein. Ja, das war klar. Oh, okay. Oh. Los, hoch da. Habe ich jetzt hier das? Ein Schlüssel. Der Schlüssel für die blaue Tür am Anfang. Ah, okay. Got this. I got this. So, und jetzt muss man auf Fetti Boom Boom aufpassen. Hey, Fetti Bum Bum. Hey, Fetti Bum Bum. Warum ist er jetzt... Er war die ganze Zeit noch nie hier. Jetzt geht er plötzlich natürlich da lang. War klar. Es ist doch ein Klumpen. Hey, kleines Klumpenkind. Wow, sein Arm halt, ne? Boah. Stopf. 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 Ja, ich weiß, du bist so böse. Geh einfach weiter. Hätte ich zurückschwimmen? Nein, ich hätte nicht zurückschwimmen können, da wäre ich nicht rausgekommen. Jetzt stapft er so wieder rum. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vorbeikomme, wenn er ausgestopft hat, oder ob ich rennen muss. Ich renne. Okay, got this. Got this. Schlüssel auswählen. Hab den Schlüssel in der Hand. Ein nasser Klumpatsch. Oh ja. Na guck mal, wenn du die ganze Zeit hier unten bist, bist schon voll gesogen mit der Suppe. Okay. Rad Nummer 2. Neuzöl. Ich glaube, das ist so eine Art Wasserleichen-Zombie-Mutanten-Experiment. Okay, pass auf, ich nehme gleich das Ding in die Hand. Okay. Go, go, go. Go, go, Gadgetto. Angst haben. Mal, komm jetzt nicht von vorne. Okay, und ran da. Und drehen. Und los. Licht ging aus. Ja. Ich habe hier nichts zu verstecken. Ich habe hier nichts zu verstecken.
Geradeaus rein! Oh! Ei, Katze! Oh, Maus, geh ins Bild zurück. Oh. Ja. Läuft jetzt hier im Kreis? Classic. Der läuft jetzt hier im Kreis, oder? Okay, ich geh einfach. Haha! Classic. Boah, damn it. Gut. Das wäre das. Wir sind ein gutes Stückchen weitergekommen. Gott sei Dank. Es ist was zur Hölle. Was? Wo bin ich? Hallo? Hallo? Vom Untergrundtunnel in irgendeine baufällige... Auf irgendeinen baufälligen Bau? Wird das hier gerade gebaut? Ich meine, ja, wir sind immer noch in den Gedanken von irgendwelchen Psychopathen, aber... Nein, nicht flackern. Ich guck gar nicht hin, wenn du flackerst. Ich will nicht hingucken, wenn du flackerst. Nein. Caution, toxic biohazard. Toxic hazard, das ist auch biohazard. Jetzt ist meine Lampe aus. Jetzt ist natürlich meine Lampe aus. Ganz spontan. Ja. Ist ja. Auf jeden Fall. Ja. Wie gut, dass man das Gitter unter sich so gut sieht. Wie gut, dass ich hier gar nichts sehe. Alter. Wollt ihr mich rollen? Ist hier ein Gitter, ja. Nein, ist es nicht. Damn it. Ich muss es ein bisschen heller machen. Ich sehe sonst keinen Schritt vor mir. Ich sehe sonst wirklich nicht mal mehr, wohin trete. Mein Bildschirm ist so dunkel. Geht das im Stream? Das müsste im Stream eigentlich auch gehen. Ah, okay. Was? Erstmal in die grüne Brühe springen. Ja, garantiert. Vielleicht war ich dann zu Hulk oder so. Hä? Hier ist ein Leiter. Okay. Es ist schlimmer als in Doom 3, ja. Auf jeden Fall. Hier ist nichts. Hä? Lalala. Lalala, hallo. Und ich gehe hier rüber und das kleine Brett stürzt ein, oder was? Hinter mir? Nein. Hier ist ein Dings, ja. Okay, hier ist es kaputt, das sehe ich. Ich kann nicht rennen. Man bemerke, ich kann nicht rennen. Und hier ist kein Netz. Das heißt, eventuell... Werde ich jetzt sterben? Nein. Ich schleiche mit Absicht, weil so sehe ich besser, wo Boden ist und wo nicht. Das war gerade klar. Jetzt muss ich einen Doppelsprung machen. Wow. Der Jump Quest. Rips, Maus. Eins. Zwei. Hops. 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 Oh, Super Mario. Wops. Zero Star confirmed. Warum geht jetzt die Lampe wieder an und warum flackert sie? Hi. Hallo, baufällige Bauruine. Ich weiß auch nicht, warum die in Spielen Maschendrahtzaun benutzen.
Das gibt es nirgendwo. In... Nein, oder nein? Oh, nein. Nicht schon wieder. Ach, nö. Wieder ein Monster-Garten. Ach, Mann. Talking of overused game mechanics. The fuck? Wird er mich rollen und wieder so groß, wieder so ein Vieh? Ach. Ja. Okay, hier kann ich mich heiden, da kann ich mich heiden. Es gibt auf jeden Fall viel mehr Hidespots. Ich bin hier. Da drüben ist 1, 2 und da hinten ist die 3. Okay, Tor A, B, C. Mal sehen, wo der Zong ist. Ich brauche überall Schlüssel. Schlüsselraum dürfte hier und dann rechts sein. Da hinten muss ich hin. Da hinten kann ich mich auch nochmal heiden. Okay. I don't know. Okay, wenn ich jetzt hier rechts gehe, habe ich einen Hidespot und 1. Und dann gehe ich hier raus. Mal gucken. Hier ist ein Hidespot. Hier ist nichts drin. Okay, ja, hier ist Röhre 1. Ja. I get this. Hier komme ich nicht durch. Weil hier A ist. Hier brauche ich Schlüssel A. Und hier ist Hidespot Nummer 2. Und hier ist kein Valve. Talking of Half-Life. Okay. Es stört mich immer noch, dass die Maus bei dem Spiel aus dem Bildschirm rausgeht, obwohl es ein Fullscreen-Game ist. Aber eventuell ist das hier nur so Windowed-Mode mit randlos. Wow, er ist cool. Hi. Na? Bisschen abgemagert heute, nicht? Und ich drehe mich so rum. Hui. Damit die Maus im Bildschirm bleibt. Nach rechts hat halt die Maus keine Möglichkeit mehr, woanders hinzugehen. Da ist kein Bildschirm mehr. Das muss nervig sein, wenn man 3 Bildschirme hat und das Spiel in der Mitte. Während die Maus links und rechts aus dem Bildschirm rausgeht. Okay, ich habe keinen Plan. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Es ist nervig genug. Zum Glück muss ich halt wirklich wenig klicken. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin. Okay. Valves, Valves, Valves. Und ich denke mal, hier zwischen könnte ich mich verstecken. Hier würde Fetti, glaube ich, nicht reinkommen. Was ist das? Ah, hier sind die 3 Knöpfe. Ja. Ah, okay, hier bin ich. Alles klar. Ist hier schon irgendein Schlüssel drin? Nein. Ist er nicht. Ha. Einmal kurz rausgeklickt, damit ich runterscrollen kann in Twitch. Hallo, Omwippo. Hi. Hallo, hallo, hallo. Willkommen beim schönen Stream voller nicht neu erfundener Spielmechaniken und overused Game Mechanics. Okay, hier. Was? Wieso sollte ich mich in dieser Röhre verstecken? Das geht nicht. Hier kann ich mich nicht verstecken. Ihr seid fies. Kann mich hier hinter verstecken? Nein. Ihr seid gemein. Auch ihr seid gemein. Hi. Lass mich raten, hier muss ich... What? Ja. Raste aus, Junge. Raste aus! Hier kann ich mich auch nicht verstecken. Wenn ich mich hier nicht verstecken kann, springe ich einfach in den Tod. Ernsthaft. Äh.
Hier ist C. Und hier ist ein Hidespot. Und natürlich auch. What the? Schlüssel für A. Schlüssel für A. Der Ambient-Sound kommt auch aus einer freien Soundwelt. Genau, den Ambient-Ton. Gibt es ein Gefühl in 300 First-Person-Games? Okay, I don't know. Puh. Okay. Also das Spiel ist eigentlich recht gut gemacht. Der vierte Teil ist noch in Early Access. Der finale Chapter. Und ja, das werde ich auch erst spielen, wenn es Early Access raus ist. Weil ich sehe es nicht ein, ins Spiel zu spielen, wo die Story noch nicht fertig ist. Bis auf Layers of Fear, aber das war schon relativ gut. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin. Ich weiß, ich bin noch voll verwirrt. Okay, hier kann ich mich verstecken. Ich denke immer, ich höre das Monster im Hintergrund, aber ich höre halt nichts. Okay, ich muss erst den Schlüssel rausholen, in die Hand nehmen und dann da reinstecken und dann umdrehen. Okay. So, A ist offen, A ist da hinten. Dann wird bei A das erste Rad sein und dann wird... Ich habe doch keine Ahnung. Lone Survivor? Nein, noch nicht. Ich habe auch, glaube ich, noch nicht geguckt. Oder? Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Tasche. Wenn du es schon mal erwähnt hast, habe ich es mir garantiert schon mal angeguckt. Aber ich kann mich gerade echt nicht mehr dran erinnern. Klumpatschmonster, ich bin weg. Hi. Du kommst hier nicht her, Klumpi. Klumpi, Pumpi. Oh, der könnte hier vielleicht doch durch. Nein. Wie er mich halt einfach ignoriert, wenn ich hier hinten stehe. Er hat sich seinen Arsch schon ganz schön wund gesessen, oder? Hallo, Klumpi. Oh, diese Hand, diese Morgensternhand. The heck. Okay. 2D-Pixel-Grafik seit so einem Spiel. Okay, ja, kein Plan. Dann habe ich es wahrscheinlich noch nicht gespielt. Weil ich nicht so auf 2D-Horrorspiel-Pixel-Grafik-Dinger stehe. Ich bin dann eher... Horrorspiele müssen für mich First Person sein. Ansonsten ist das für mich schlecht Horror. Ich bin da sehr anspruchsvoll. Tut mir leid, ich bin da wirklich sehr anspruchsvoll. Okay, ich habe keinen Plan. Ich bin jetzt am Anfang, oder? Ja, ich muss hier einfach weiter. Das Monster dürfte nach rechts gegangen sein, deswegen sollte hier nichts kommen. So, hier sollte A sein, ja. Hier kommt sie auch nicht durch. Sieht nicht so aus. Hi. Ja, deswegen ist sie auch zu. Rad Nummer 1. Rad Unos. Gut. Ist der hier? Ich nehme das Rad in die Hand und klicke dahin und drehe. Und weiß nicht, was passiert ist. Die Atmosphäre ist ein krasses Spiel, habe ich auch erwartet, dass mich das tangiert, aber ist schon extrem gut gemacht. Ich kann es mir mal angucken, ich kann es mir auf jeden Fall mal angucken. Muss man wahrscheinlich selbst gespielt haben, damit man überhaupt weiß, wie es rüberkommt für einen selbst. Nur vom Sehen oder von Bildern, von Screenshots weiß man ja nie, wie es dann im Endeffekt ist. Das stimmt schon. Ich bin hier weg. Hier steht kein Buffet. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr um die Ecke gucken. Okay. Ich geh weiter. Okay, gut. Ja, kann man ja mal machen. So, ich brauche gerade zwei. Ich weiß nicht, was das gebracht hat. Ich
denke mir, ich muss jetzt die Maus in den Bildschirm kriegen und dann, ups. Ja, ich drehe mich jetzt nur noch nach links. Und dann in dieses Wasserbecken springen. Ich weiß nur gerade nicht, da, ich glaube nicht. Moment, nee, da war die Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Ich springe jetzt da einfach mal rein. Muss ich beim letzten Mal auch machen. Und ich wüsste nicht, was ich mit diesem Schlüssel noch anderes geöffnet haben soll. Ja, YOLO's Record. Okay, ja. Wow! Luft holen. Okay, noch ein zweites Mal muss ich da nicht rein, weil ich habe kein zweites Loch gesehen. So. Hier noch was? Nee. Nur die Röhre. Puh, we got this, we got this. Schlüssel B, nice. Okay. Ich kann ihn schon mal in die Hand nehmen. Gib. So. Mal hier durch. Krabbel-Action. Wo bin ich? Ah, okay, jetzt komme ich hier raus. Gut, wo ist dann B? Ich muss ja jetzt erstmal rechts. Muss ich jetzt hier rechts? Ja, ich muss hier rechts, ne? Weil hier drüben ist C. Kommt das Vieh hier durch? Das ist die Frage. Kein Plan. Dann muss ich hier durch. Nur hoffen, dass das Vieh nicht kommt. Ja, okay. Und dann Bü. Schwupp und schwupp. Und dann muss ich einfach nur links in den Gang runter. Okay. Etwas vorsichtiger. Kann mich hier verstecken, ja. Hier ist B. Okay. Hier kommt Vieh nicht durch? Nein. Okay. 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 Maybe? Okay, Tunnel. Tunnel, wir sind Tunnelratten. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier die Ninja Turtles gleich kommen. Oder ich würde mich freuen, wenn hier die Ninja Turtles kommen würden. Gah. Oh, super. Nummer 2. Was hier auch krass wäre, wenn er jetzt so durch die Wand brechen würde. Braps, hallo, da bin ich. Töten. Töten. Okay. 2 war da runter, ne? Jap, 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 jap. Jap, 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 jap. Mach mal. Stapf mal vorbei, Großer. Pumsch, 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 pumsch. Da kommt nur Meister Splinter. Meinst du? Meister Splinter reicht mir auch. Meister Splinter ist auch schon OP genug. Der macht das Vieh auch tot. Okay, jetzt habe ich die 2. Jetzt, ich muss eigentlich nochmal reinspringen, oder? Ich meine, ich habe zwar keine andere Röhre mehr gesehen, aber wahrscheinlich spawnt die jetzt erst. Ja, 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 ja. Pofft, pofft. Geh doch nach links! Och, dammit. Warum geht der immer nach rechts weg? Meister Splinter kickt mir in den Hintern. Warum sollte der mir in den Arsch kicken? Ich bin der Liebe hier. Goddammit. Jetzt ist der da hinten. Ich höre ihn stampfen. Stampfi, Popampfi, Elefanti. Ja, ja, er kommt. Ich muss jetzt warten, bis er weiter weg ist. Naja, ja, ja. Ich warte, bis er hier durch ist. Maus ins Bild rein. Stampf mal an mir vorbei, Junge. Da hinten gibt's kostenlose Wurst. Wursttheke ist geöffnet beim Eingang.
Hallo? Stampfi? Der spielt nicht mit, ne? Der hat keinen Bock. Stampf? Hä? Ach, der ist da drüben lang. Oh nö, Stampfi. Wo ist der da? Nein, Stampfi ist da lang. Oh my. Oh my. Wow, Stampfi. Hopp. Geh weg. Ich bleib mal hier, damit ich ein bisschen was sehe. Kommt ihr hier rein? Ja, stampf nach links weiter, gut. Puh. Puff, puff, puff. Mach's gut, Stampfi. So. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig bin. Ob ihr wirklich richtig steht, sieht ja, wenn das Licht angeht. Muss ich? Ich jumpe einfach rein. Ja, doch, da ist noch ein zweites Loch. Natürlich. Das erste ist weg, das zweite Loch ist da. Ja. Ja, logisch. Game Logic. Game Logic. Au, ich kann wirklich ertrinken. Er hat gerade Schaden gekriegt oder so. Zumindest sah es so aus. Ne. Ne. Es gibt kein zweites Loch. Oder? Nein, runter. Runter, 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 runter. Loslassen, schwimmen. Luft holen. War das zweite Loch nicht an der anderen Seite? Nee, ich hab mich bloß verwirrt. Da ist noch ein Loch. Okay. Alles gut. Wie lange meine Nacht geht, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall noch hier im Doorways und dann will ich ja, Nevermore. Nevermore? Never. Der war da. Never Night. Never Winter Night. Ich kann. Boah, ich bin gerade Brain. Mein Gehirn ist. Boah. Gehirn too much. Boah. Nevermind. Genau, Nevermind. Ich bin bei der 1, oder? Bei der 3. Moment, wo bin ich? Ich muss bloß nach links gehen. Was? Ja, danke. Danke. Nein, ich muss nicht nach links gehen, ich muss zurückgehen. Oh. Ist hier ein Hidespot? Nein. Hier ist ein Hidespot. Ich weiß, ich bin gerade ruhig. Okay. Ich mache keinen 15-Stunden-Stream, nein. Nein, nein, ich mache keinen 15-Stunden-Stream. Okay, jetzt ist C offen. Wie gesagt, Nevermind mache ich noch. Was richtig gut sein soll, das soll, es ist so ein psychologisches Horrorspiel, was krass ist bei dem, was ich leider nicht demonstrieren kann. Das soll Biofeedback-Sensor haben, also wenn man so ein Biofeedback-Ding hat an seinem Arm, dann soll das Spiel auch wirklich auf die Ängste von einem eingehen und dann immer schlimmer werden, je mehr Angst man hat. Ja, sehr spannend. Es soll richtig cool sein. Ist zwar noch, ich glaube nicht wirklich Early Access, aber so Beta-Style mäßig. Ich bin gespannt. Ich freue mich ein bisschen drauf. So. 24 Stunden irgendwie. Okay, ich hol schon mal das Ding raus. So. Und jetzt mach nicht, ich hol schon mal das Ding raus, Pirate 2015. Dann schlage ich dich, Joey. Okay, und 3. Das heißt. Rennen. Ja! 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 Nein! Fuck, ich dachte, ich komme vorbei. 3 ist drinne. Gut. Puh. Ein Streaming-Luder. Alter Scheiße. Oh mein Gott.
Was Freundin Wurst dazu sagt. Echt mal. Sag das nicht so öffentlich. Psst, unsere Geheimnisse. Es bleibt unter uns. Okay. Oh. Oh, Kohlensäure in der Nase. Oh, damn it. Mein persönlicher Horror heute. Okay. Stampfi? Wo bist du mit den alten Kohltretern? Stampfi. Wo ist Stampfi? Willst du mich rollen? Willst du mich rollen? Stampfi? Stampfi. Uah! Fuck. Ja, Stampfi ist auch ein richtiger Trottel. Jetzt kommt er. Stampfi Popampfi. Stampfi, komm her, du. Ich mag Stampfi. Stampfi ist irgendwie cute. Hey, du. Na, du? Oh, er hat bloß noch einen Kugelarm. Oh. Armes Tuk-Tuk. Ja, stampf weiter. Go, Stampfi. Go, Stampfi. Puff. 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 Ich bin so alleine. Ich hab keine Freunde. Die sagen alle, ich bin so dick. Puff. 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 Okay, ich... ja. Ich mag Stampfi. Mach's gut, Stampfi. War schön mit dir. Jetzt hörst du bloß hinter dir platschen, das ganze Wasser schwappt über Stampfi, steht hinter dir. Mops. Okay. Puh, das war, Teil 2. Nein, 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 Stampfi, nein! Brot, lauf! God fucking shit! Oh ja, ich das wusste. Nein, 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 lauf, nein, Stampfi! Gott! Puh, ich hab mich jetzt erschrocken. Ja, 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 dreh dich. Das Dumme ist, ich muss jetzt klicken und meine Maus ist nicht im Bildschirm. Was war klar, ich bin tot. Diese Maus! Diese Maus hat mich umgebracht! Ups. Okay. Der will doch nur stampfen, meinst du? Kannst du mal bitte weiter nach links gehen? Damit meine Maus, Exit. Damit meine Maus nicht immer sagt, Dankeschön, aus, die Maus. Puh. Yay. Behind the abandoned facade, a violent neat hallway led the way to a fancy research center. Ich weiß, er redet das auch, aber es ist so leise bei mir. Okay, die Ärztin ist immer noch hier. I have to find her. Press Leertaste Key. Oh yeah.
Es ist wieder schweinedunkel und wir haben unsere Kopflampe nicht mehr. Und wo sind wir gerade hergekommen? Der von unten. Was zum... Bin ich jetzt in so einer Art Krankenhaus oder Anstalt oder Maus aus dem Bildschirm? Okay. Okay. Hi. Möchte ich in jeden Raum rein? Gott, diese Geräusche. Ein Keypad. Er hat ein Keypad. Da hinten ist Licht an, ich muss da rein. Warp. Ich muss wohl in jeden Raum rein. Ja. Ich sehe es schon kommen, ich muss in jeden Raum rein. Ja, okay. Das ist nix. Das ist einfach nix. Hallo? Ich geh erstmal hier lang. Es? Ich war's nicht, ihr Schlüssel. Goddammit. SCP. Doorway Simulator Inc. Staircase Simulator Inc. Hey, Wilfried. Wilfried, lange nicht mehr gesehen. Du siehst ganz schön abgemagert aus. Geht's dir gut? Hallo, Wilfried? Oh mein Gott. Wilfried, nein. Jetzt bist du im Rotlichtbezirk. Nein, ich glaube, selbst da würde es aufgeräumter aussehen. Hä? Wilfried, hast du einen Schlüssel für mich? Willi? Willi Wichtel. Was ist denn das hier? Hier gibt's ja nichts außer rausklicken. Gott. So. Rausklickende Menschen klicken raus. Aus Fullscreen spielen. Was an der Wand? Hipbones. Hi. Porno für die Toten. Hüftknochen. Was zum... Ich habe keinen Plan. Was mache ich hier? Was erzähle ich? Wo bin ich? Hi. Okay, ich gehe einfach runter. SCP Inc. Oh, wow. Bester Staircase Simulator ever. Nein. Ich möchte hier nicht rein. Nein, 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 nein. Wilfried? Hast du deinen Bruder mitgebracht? Manfred? Nee, 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 nee. Geräusche, lass das. Hey, Manni. Na du? Fuß. Hi. I've taken a new interest in using my X-ray generator to immortalize my patients' pictures in a nice and curious way. Each of these pictures symbolizes a small victory. It is also an old dream of mine, something I've longed for ever since I was a little girl. That's why I'm so obsessed with my X-ray display cases. I can't continue with my work unless they are all in the right place. Okay, irgendwas. Irgendwie steht sie auf, ich muss X-Rays sammeln. Sie hat einen X-Ray-Fetisch. Hm. Liebe Ärztin. Du kannst jederzeit einen X-Ray von mir machen. Not. Oh, okay. Ich muss dann aber wissen, in welcher Reihenfolge ich die hier anordnen muss. Okay. Sechs Stück? Eins, zwei. Ich brauche sechs Stück davon. Hintergrundgeräusche. Lass den Scheiß. Ja, lasst mich durch, was auch immer hier ist. Hä?
Wenn ich hier reingehe, geht einfach die Tür zu. Was? Ein Schlüssel in einem. Was? Was? Hä? Was macht dieser Raum? Außer, dass ich Angst kriege. Hi. Hallo, Toilette. Was für eine unfreundliche Toilette. Nicht mal ein Spiegel an der Wand. Toilette, you are offending me. Ich habe doch einen Schlüssel jetzt. Ein Wasserglasschlüssel. Ich verstehe es nicht. Das ist das gefroren? Ist das gefroren? Ist es gefroren, oder? Aber wie schmelze ich es? War da hinten? Oh, nee. Kein Plan. Kein Plan. Vielleicht kann Wilfried es schmelzen. Danke, Lara. Danke. Die Geräusche bleiben, wenn ich die Kopfhörer weglege. Ja, natürlich. Das möchte ich mir unbedingt vorstellen. Und dann komme ich ins TS und Lara macht die ganze Zeit Hintergrundgeräusche. Kau dich, Frau. Ich hau dich. Was ist denn hier eigentlich jetzt verkehrt? Wow! Warum habe ich das vorhin nicht gesehen? Dort. Wahrscheinlich, weil ich kein Wasserglas mit Schlüssel in der Hand hatte. Okay. Mehr. Gleich in der Beschwerde schreiben, weil kein Spiegel. Ja. Ja, ich habe immer noch keinen Code. Hallo? Soll ich den jetzt mittlerweile haben? Hä? Aber erst Dankeschön. Erst wenn ich im Bett liege und es ruhig ist. Was ist denn hier? Ist ein Code. I will use a dosing on patient 1201, maybe. 1201. Ich probiere mal 1201. Ups. Nein. Das da. 1, 2, 0. Was? 1, 2. Das war falsch. Ein dreistelliger Code? Rate doch einfach. Ja, nein, sind nicht genug Tasten, ne? Da, wie lange soll denn das dauern? 1201 ist es nicht. Dip, 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 dip. Bop, bop, bop. Nein. Ja, es ist ja nicht wirklich Wasser. Ich muss es ja irgendwie schmelzen. Es ist ja gefroren. Okay, das ist nicht mehr. 7-2, 7-8 könnte es noch sein. 7-1-2, nein. 7-1-8, auch nicht. Ah, nee, wir hatten doch hier einen neuen. The use of minus. Okay, welcher ist das hier eigentlich? 712, 718, Nervous System. Ey, kein Plan. Kann man schlecht lesen, weil es zu hell ist. 1305 hatten wir schon, das war im letzten Kapitel oder im letzten Abschnitt. Strange. Oh, hier ist noch ein Zettel. Ey, wir sind in Subway 1201, bla bla bla, blub blub blub. Hier ist auch nicht mehr, was mir Infos gibt. Okay, hier drüben war ich noch nicht drin. Vielleicht in der Zelle, wo ich Hallus gekriegt habe. Was ist da jetzt? Was ist? Ich kann noch überall noch mal gucken nach Zetteln. Ja, okay, ich krieg überall Hallus jetzt mittlerweile. Aber hier ist sonst kein Zettel erschienen. Oder? Nope. X-Ray. Nice. Hallo, schöne Frau. Wie geht es dir?
Okay, hatte ich hier schon Hallos? Hallo, hallo, hallo. Nope. Doch, da. Immer Weser. Lara hat dir armes Geschöpf echt Schläge angedroht. Wow. Lara will mich erschlagen. Das macht die noch. Glaub mir. Das glaube ich wirklich. Aber wird schon merken, wenn Tentakel unterm Bett. Nein! Keine Tentakel! Zu viele Tentakel-Sachen gesehen. Please no. Hier war ich doch gerade drin, oder? Okay. Okay. Hier ist nix. Oh, Hallus hier. Ja. Yeah. Ist jetzt hier was? Nein. Oh, keine X-Rays oder so. Nö. Doof. Blöd. Blöd. Darum ja. Oh, X-Ray. Darum ja, Joey. Ich habe schon 3 X-Rays. Wilfried? Du, oh, ganz viele Spinnen, so aus dem Mund raus. So. Just no. Ich muss weiter X-Rays. Wilfried, hast du ein X-Ray für mich? Nein. Ist denn hier in jedem Raum ein X-Ray? Ich sehe es bloß nicht. Nein, Joey. Nein. Einfach nein. Einfach. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Unmod Weserwurst. Fucking Unmod Weserwurst. Alter Schwede, ich bin zu doof für dieses Spiel. Damn it. Damn it, Leute! Get your shit together! Ich habe gerade echt keinen Plan, wo ich hin soll. Oder wie der Code sein soll. Ich meine, ich habe jetzt 3 X-Rays. Ein Fuß. Ein Wasserglas-Dings hier. Beine und Arm. Ich meine, ich könnte erstmal versuchen, die anzuordnen, aber also bringen tut es mir das auch nicht. Blöd. Das ist ja blöd. More X-Rays. Wie gesagt, ich brauche ja auch noch was, wo ich dieses Wasserglas machen kann. Entwässern kann. Auftauen. Verstehe ich nicht. Manfred, hallo. Okay, ich versuche die mal hinzuhängen. Okay, Fuß. Fuß als letztes. Maybe. Beine dann davor. Und da sollte dann, glaube ich, Torso hin und dann kommt. Ich würde das über da hin. Kein Plan. Sie hängen erstmal. Ich kann sie ja wieder wegnehmen. Ich kann sie nicht wegnehmen. Dann sind die wohl richtig, oder? Ich bin gut. Okay, zum Fick ist denn. X-Rays. X-Rays. Wo seid ihr? God damn it. Gott. Okay, spätestens um 3, wenn ich nicht weiterkomme, mache ich Nevermind an. Allerspätestens. Oder wenn ich jetzt nicht weiterkomme, 2:30.
Ne Verminte. Ne Verminte. Gott, wo ist denn hier? Ich brauche X-Rays. Leute, macht mir Röntgenbilder. Das ist cool, macht Spaß. Am besten ohne Bleischutz um eure Hüfte. Hashtag nie wieder Kinder. Siehst du, ich kann nicht mal diese Schränke aufmachen. Davon gibt es mehr als genug. Aus dem Spiel rausgeklickt. Mehr als genug. Und wann mache ich aus Versehen den Stream aus, weil ich aus dem Spiel rausklicke? Weil die Maus aus dem Vollbildschirmspiel rausgeht. The fuck? Ist denn das? Oh. Hier ist auch nichts. Ich freue mich, dass ich was entdeckt habe. Hier ist nichts. Okay. Ich will mehr Angst haben. Ich habe gerade. Das Spiel ist gerade lächerlich. Sein Name ist Ray X-Ray und er durchschaut jeden. Detective Ray X-Ray. Dass darauf noch keiner gekommen ist für so einen richtigen cheesy Spionagefilm. Detective Ray X-Ray, ja. God damn it. Tja. I'm trapped. Ich kann nochmal meine Notes gucken. 1201. Bla 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 bla. Das ist nicht. I've taken unity. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. Bla bla bla. Ja, 12.1 ist es nicht. Was steht hier was? Nein. Hier steht auch nichts. Nee. Nein. Nö. 7.2, 7.1.8 ist es auch nicht. Nee. Weiß ich nicht. Meinst du? Keine Ahnung, 95XTX. Ich kenne keine Ahnung. Wenn, dann kenne ich den nicht. Es ist eine dreistellige Zahl. Okay, das ist auf jeden Fall nicht. Ich wollte mal einfach mal die nächsten Patienten ausprobieren. Aber nein. Just no. Nee, ich hab mich. Jetzt bin ich gerade durch. 120? Warum 120? Nee, 120 sagte ja auch nein. Weil. Oder 121? Nein. Weil 1201 ist es ja nicht. Brute Force. Wups. 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 Öffne dich! Nein, 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 das bringt alles nichts. Das ist sehr weird. Eventuell dann irgendwelche Notes hier an den Wänden dran. Hier, was ist das? Hat irgendwelche komischen Symbole und Zeichen. Auch nichts, was einem irgendwie weiterhilft. Weil hier ist ja auch irgendwie so eine dumme Wand. Sinnloser Gang. Und ich habe immer noch gefrorenes Wasser mit einem Schlüssel drinne. Seit irgendwie 20 Stunden in der Hosentasche und es schmilzt einfach nicht. Piss drauf, wird warm, wird schmilzt auch. God damn it. Kann doch nicht so schwer sein, hier zu pissen. Ja. Ist doch so. Ja, ja. Doktor, mach auf, ich will dich toten. Na. Gott. Gott. Hi. Hallo. Hi. Ist doch echt nicht normal. Manfred, was sagst du dazu? Geh doch mal mitsuchen, Junge. Er will einfach nicht. Manni, Mensch. Mensch, Manni. Ich denke immer, ich übersehe irgendwas. Irgendein X-Ray, was irgendwo rumliegt oder so. Whispering in my ears.
No. Was ist denn? Es ist so sinnlos. Es ist gerade so. Hier war ja auch nichts drinne. Da habe ich hier bloß was übersehen. Auf dem Klo. Hier ist schon mal ein Klo. Ohne Spiegel. Ohne Klopapier. Was ist das da? Das ist ein Holzkasten. Das ist kein Klopapier. Da kannst du nicht bloß noch einscheißen, wenn du hier aufs Klo musst. Gott. Wow. Okay. Ich bin echt, das Spiel macht mich gerade, ich hab keinen Plan. Ich hab ja noch einen Schlüssel, den ich nicht einsetzen kann. Ich klick den jetzt überall. Ja. Hi. Was soll ich mit einem gefrorenen Schlüssel? Wenn ein Monster kommt, kann ich den gefrorenen Eisklump an die Wand werfen. Ja, es geht nicht. Duh. 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 Okay, wisst ihr was? Seid ihr einverstanden, wenn ich auf Nevermind wechsle? Hallo, Wurm 400. Hallo, hallo, hallo. Du kommst gerade echt unpassend, weil ich komme nicht weiter. Darf ich wechseln? Darf ich das Spiel wechseln, bitte? Leute, redet mit mir. Ich stucke. Ich stuck fest. Ja, ich wechsle einfach. Warum frage ich euch überhaupt? Ihr habt hier nichts zu melden. So. Hackfresse in groß. Ich wechsle das Spiel. Jetzt kommt Nevermind. Geh mit dem Eis aufs Klo und dann